Guten Tag. 15:30 Uhr, 3.1. Wir machen weiter. Ja. Ich überlege gerade, wir haben gestern Endstation gemacht, Aktivierung und Pritvin Down. Was war denn jetzt? Was war denn das nächste jetzt? Ich glaube, wir sollten erstmal einfach nur hinkommen, ne? Und er sagt uns dann, was das nächste ist. Schauen wir mal. So, wo ist die gute? Da. Aber der Helm ist ab, ne? Ich bin gerade beschäftigt. Wir brauchen noch ein bisschen Aluminium. Wie viele Leute wohnen hier eigentlich? Ach, ist das egal. Ach, nein, wir machen erstmal hier Abernathy Farm. Verteidigen! Schon lange keine Verteidigungsmission mehr gemacht. Findet sie! Geht, wo ist denn immer einer? Da ist einer. Ich helfe euch wo. Ah, das war's. Ja, cool. Wie geht's euch hier eigentlich? 71. Schön auf dem Acker schlafen hier. Wie geht's mit der Kanone aus? Okay, das war easy. Okay, dann können wir jetzt atomare Familie sprechen mit Vater. Genau. Du laufe. Daddy, wo bist du? Hallo, Sean. Ah, da bist du ja. Ich habe die Neuigkeit erfahren. Aber du wärst ja nicht hier, wenn es kein Erfolg gewesen wäre. Wie gut, dass es funktioniert hat. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Fühlst du dich gut? Wie schön, dass du fragst. Mir geht es gut. Mach dir keine Sorgen um mich. Kümmere dich um das Institut. Sorge für die Leute. Das sind alles gute Menschen. Das weißt du. Ellie war dem Institut immer treu ergeben. Und mir. Du kannst dich auf ihre Hilfe verlassen. Lass doch jetzt nicht wohl abkratzen. Sobald ich gegangen bin, liegt alles in deiner Hand. Gibt es keinen anderen Weg? Eine andere Behandlung, die dir helfen könnte? Nichts von Dauer. Nein, das Unvermeidliche ließe sich hinauszögern, aber zu immer höheren Kosten. Ich habe entschieden, dass es das nicht wert ist. Mach dir keine Sorgen um mich. Blick nach vorne. Konzentriere dich auf die Zukunft. Unsere gemeinsame Zeit war seltsam, nicht wahr? Ich habe mich viele Jahre lang gefragt, wie du wohl bist. Was wir alles verpasst haben. Du sollst wissen, dass ich dankbar bin. Für die Zeit, die wir hatten.
Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe. Ich auch. Danke. Vater. Du hast deinem Jungen geholfen, seine Träume zu erfüllen. Ich glaube, ich möchte jetzt schlafen. Hallo Leute, Diamond City Radio hat eine brandheiße Meldung für euch. Haltet euch gut fest. Ich habe Sean verloren. Kann von vorne anfangen. Ich schließe meine Augen und ich sehe mein Leben vor all dem hier. Vor den Bomben. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Die Zukunft, die man für sich geplant hat, ist verschwunden. Ob man bereit ist oder nicht. Und irgendwann passiert das jedem von uns. Das war nicht die Welt, in der ich leben wollte. Aber es war die, in der ich leben musste. Das Commonwealth. Meine Heimat. In Stücke gerissen und wieder zusammengesetzt. Ich dachte, ich hatte gehofft, meine Familie zu finden, der Zeit eins auszuwischen, uns wieder zusammenzubringen. So wie früher. Aber jetzt weiß ich es. Ich weiß, dass ich nicht zurück kann. Ich weiß, die Welt hat sich verändert. Und der Weg, der vor mir liegt, wird kein leichter sein. Aber dieses Mal bin ich bereit. Denn ich kenne den Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Offenbar gab es dort irgendeine Katastrophe. Soweit wir mehr wissen, wisst ihr mehr. Hört weiter Diamond City Radio, Leute. Wir halten euch auf dem Laufenden über diese brandheiße Story. Hier kommt Ella Fitzgerald mit dem nächsten Klassiker. Undecided. Also, unentschlossen. War ich früher auch ständig. Aber dann traf ich eine Entscheidung. So, was ist jetzt? Ist es jetzt vorbei? Vater tot und wir sind jetzt... Ja, er ist nicht mehr da. Vielleicht mal mit Ellie sprechen, ne? Der Tussi aus Dings. Fressen, Heilung. Wenn du dich an deine neue Rolle gewöhnt hast, sollten wir über neue Strategien sprechen. Klingt, als wären die Raider in der Battaglia ein harter Brocken gewesen. Hier war die, ne? Oder nee, hier war das mit den Affen, glaube ich, ne? Aber das ist jetzt ein blödes Ende. Der stirbt jetzt. Nee, ich bin irgendwie falsch. Ach ja, mit dem wollten wir aber eh nochmal talken. Es hat keinen Sinn. Ich war mir zunächst nicht sicher. Aber jetzt sehe ich, warum Vater dich zum Anführer ernannt hat. Was ist los? Dr. Hicks und Dr. Loken protestieren gegen deine Ernennung zu Vaters Nachfolger. Sie haben die Sicherheitssysteme der Abteilung Biowissenschaft übernommen und unsere Nahrungsmittelversorgung unterbrochen. Haben Sie irgendwelche Forderungen gestellt? Bis jetzt nicht. Aber Sie werden sicher verlangen, dass du alle Verbindungen zum Institut abbrichst. Vielleicht kann ich mit Ihnen verhandeln. Dabei könnte ich dir helfen. Ich kann den Wartungstunnel zum Beobachtungsraum der Biowissenschaft öffnen. Von dort aus solltest du mit Hicks und Loken sprechen können. Wenn sie nicht mit sich reden lassen, verschafft dir dieses Holoband Zugriff auf den Terminal im Beobachtungsraum. Das sollte dir ein paar Optionen geben. Aber versuch bitte erst mit ihnen zu reden. Gewalt ist das letzte Mittel. Ja, wenn das jetzt wirklich vorbei ist, Hauptstory-mäßig, dann ist die eigentlich ein Häkchen recht kurz, möchte ich mal meinen. Ich habe zwar jetzt 150 Stunden in dem Spiel, aber... So, offen. Trotzdem...
Ich meine, das hat natürlich jetzt auch arg geholfen, dass ich fast schon übermächtig jetzt bin hier ganz am Ende. Und ich halt mehr oder weniger durchrushen konnte. Nix. Seit Jahren schon vermutet ihr, dass es das Institut noch gibt, dass wir unter euch sind. Es stimmt, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sind hier und wir sind die Zukunft. Unsere überlegene Technologie steht für die Zukunft des Kommissars. Heute aktivieren wir unseren Atomreaktor. Der Menschheit eine Zukunft zu geben. Wir möchten uns nicht einmischen in unwichtige Details eurer täglichen Alltagsaufgaben. Wir wollen nur, dass ihr euch nicht in die Aufgaben des Instituts einmischt. Zur Folge hätte das unnötige Schwierigkeiten. Unnötige Schwierigkeiten für uns alle. Seid beruhigt, denn die Zukunft sieht strahlend aus. Die Menschheit wird unter unserer Führung gedeihen. Well, I don't know, but I've been told uranium ore is worth more than gold. So McCann, about me, I got that book. Ja, das fuckt mich jetzt wieder ein bisschen ab. Ja. Ich google das gleich mal, ob Atomare Familie wirklich die letzte Mission war. Ja. Schon mal sehr blöd. Geht zum Kontrollraum der Biowissenschaft. Er zeigt jetzt aber auch nichts an. Achso, sie ist nicht aktiv. Aber hier ist auch noch so ein Gammelbereich hier von der Institutsbude hier. Ja, ich google das jetzt mal eben fix, ob das wirklich die letzte Mission war, weil da sind wir ja eigentlich schon wieder durch, da musst du ja eigentlich nur hingehen. Oh. Das ging fix. Okay, ich google das mal eben schnell. Hier, Fallout 4 Missionen. Komplettlösung mit allen Fraktionen. So, Launch-Trailer-Tipps für den perfekten Einstieg. Neues Special-System, neues Perk-System. Oh nein. Alles kann sich in nur einem einzigen Moment verändern. Ob man hier ist auf der Seite eine Werbung angegangen für Dings. So, Hauptquest, Tutorial, Zeitreisen für Anfänger. So, ich scroll hier gerade mal durch. Hauptquest, die atomare Option, Railroad. Hauptquest, Burning Cover, Railroad. Ja,
Hauptquest Operation Ticonderoga, Underground Recover, ja, der Weg der Freiheit, Railroad, das sind alles Sachen, die wir nicht gemacht haben, weil wir uns ja nicht denen angeschlossen haben. Hauptquest Vereinte Waffen, Minutemen. Hauptquest Verteidigung der Burg, Minutemen. Für die Freiheit, Minutemen. So. Hauptquest Zündeinbehaltung, das Institut. Das ist alles durcheinander hier. Nehmen wir mal eine andere Seite. Von Eurogamer. Weltkarte mit allen Orten, Stadtkarte von Boston, Fundorte, Reaktion der Begleiter, Hecken und Schlösser knacken, Basis bauen, Charakterguide, Mods für Waffen, Hauptquest. Alle Aufgaben der Hauptquest. Ja, das ist die letzte. So, es geht bis, genau, hier Hauptquest-Übersicht, hier steht es gerade. Zeitreisen für Anfänger, wenn die Freiheit ruft, Juwel des Commonwealths, Simon Valentine, erste Hinweise, Wiedersehen macht Freude 1 und 2, gefährliche Gedanken, das leuchtende Meer, wo man zu Virgil geht, Jäger und Gejagter, die Molekularstufe ist das, wo man das Ding baut, der Weg zur Freiheit, ab in die Anstalt. So, das ist immer gleich, egal welcher Fraktion man sich anschließt. Und hier steht ab, hier geht der Verlauf der Hauptquest streng genommen in die Fraktion über, je nachdem, für wen man sich entscheidet. Mit der Bruderschaft vor dem Zaun aus ihrer Mitte, Liberty reprimed. Blinder Verrat, taktisches Denken, Kriegsbeute, Ad Victoriam, die atomare Option, Bruderstaffel, eine neue Zeit. Mit dem Institut, Sinteinbehaltung haben wir gespielt, Schlacht von Bunker Hill haben wir gespielt, Mass Fusion haben wir gespielt, Festgenagelt, Aktivierung, Endstation, Prison Down oder atomare Familie. So, Sanctuary ist das Licht, nehmen wir 1 Dollar Drive in. Außenposten, Simon, Jetific und Bootshaus. Also die meisten Nebenoptionen, Dinger gericht man bei der Railroad, sehe ich gerade, und ja, das Spiel ist vorbei. Hauptquest ist durch. Vatern ist tot. Wir sind jetzt quasi der Chef, aber es gibt nichts mehr zu tun. Ja, schade, dann müssen wir jetzt hier schon wieder aufhören. Das ist natürlich doof. Ich dachte... Da geht noch richtig was, aber leider nicht. Aha, ich dachte, ich hätte was gehört. Bist an den Wachen vorbeigekommen, hä? Beeindruckend. Wenn du hier bist, um uns umzustimmen, verschwendest du nur deine Zeit. Ich weiß, ihr seid wütend. Aber wir können das anders regeln. Nein, du irrst dich. Das habe ich schon versucht. Viele Jahre habe ich vorgeschlagen, es anders zu machen. Aber mir hat nie jemand zugehört. Mal sehen, ob ihr mich jetzt immer noch ignorieren könnt. Vater hat an mich geglaubt. Gebt mir wenigstens eine Chance. Wie willst du uns denn führen, ohne überhaupt zu wissen, was wir hier eigentlich machen? Ich bin sicher, dass du es gut meinst. Aber das ist unmöglich. Ich mache mir keine Illusionen, dass das einfach wird. Deine Entschlossenheit ist bewundernswert, wenn auch fehlgeleitet. Die Wahrheit ist simpel. Du hast keine Ahnung, was es bedeutet, der Direktor des Instituts zu sein. Könnt ihr mir nicht wenigstens eine Chance geben? Eine Chance? Was meinst du, Max? Selbst der gründlichste Wissenschaftler muss ab und an mal auf das Schicksal vertrauen. Hier kommt eine seltsame Meldung für euch, Leute. Ja, also, mach die Tür auf. Oder wahrscheinlich kehren wir in den Schoß der Familie zurück. Wir haben die Anstalt im Nordosten gehört und wissen auch, dass ihr da wieder aufnehmen. Aber das hat wohl niemand der Gruppe Raider erzählt. Das haben wir doch super gemacht. Da komme ich nicht auf. Man sollte meinen, dass es doch... Ja gut, wir speichern hier ab. Deswegen. Vielleicht könnte ich auch nochmal einen Speicherstand finden. Hier, wo wir noch relativ am Anfang sind. Aber kurz vor, oder vielleicht finden wir hier auch einen Speicherpunkt. Warte mal, ab wo ging das auseinander? Ab in die Anstalt. Und das war dann ab da nochmal spielen, aber dann halt eben auf der Seite der Bruderschaft, Minutemen oder Railroad.
Diese Verrückten, von denen ich am Anfang sprach, da, die haben übrigens nichts hier mit der Hauptstory zu tun. Machen wir erstmal auf Bruderschaft. Liberty Reprime, das ist das mit diesem riesigen Roboter, das interessiert mich, was da eigentlich los ist. Das war ja auch so ein bisschen, auf einmal puff war der da und ich so, Liberty Prime, was ist das denn für ein Ding? Ja, machen wir so. Ich suche mal hier jetzt in einer ruhigen Minute mal so ein Safe raus, der in der Nähe von oder während ab in die Anstalt ist und danach gehen wir dann halt eben nur noch auf Bruderschaft oder eben Railroad. Ja, ansonsten, wie fandet ihr das Ende, wenn einer das ein bisschen überhaupt geschaut hat? Kam dann doch etwas plötzlich. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass das schon wieder vorbei ist, jetzt hier, ehrlich gesagt. Ansonsten war es natürlich trotzdem ein super Spiel, muss man sagen. Nicht ganz so gut wie New Vegas und Fallout 3. Hatte ich ja schon mehrfach gesagt. Grafik ist, brauchen wir ja nicht sagen, Grafik ist hier nicht so. Also sie ist besser als in New Vegas und 3, aber sie ist halt nicht super gut. Ist aber auch nicht schlecht. Ja, aber auf jeden Fall ist sie nicht zeitgemäß. Der Hund hat ein bisschen genervt. Ja, das bitte hier, dass nichts mehr kaputt geht, Waffen, Ausrüstung, außer der Dings, der Powerrüstung. Schon schade. Aber es ist nach wie vor trotzdem ein super, super, super Game. Und ja, ich bin jetzt ein bisschen baff, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt mal Mittag essen. Sowas Blödes. Jetzt ist es auf einmal vorbei. Vater ist tot und Scheiße.